Ich habe den Sprung schon versucht ohne Ranke, bis zu 100, also von der etwas tiefer gelegenen Position des Baumes. Ist bist du 100% sicher, dass das nicht möglich ist? Also, ich habe es natürlich auch nicht geschafft. Aber ich war mir nicht sicher. Wie es geht. Keine Ahnung. Okay. Ich meine, von mir aus, das Problem ist auch, dass du jedes Mal den ganzen Parcours bis dahin wieder springen musst. Alter, ich raste. Stimmt. Weil halt voll abgefuckt ist, aber das geht mittlerweile eigentlich relativ zügig, aber trotzdem, ich habe keine Ahnung. Fickt euch, ihr scheiß fucking Ranken hier. Fickt euch. So, da ich mir da hinten einen Checkpoint gemacht habe, kann ich hier ja mal ein bisschen rumprobieren. Oh, lol. Ich hab den immer von hier probiert. Alter, ich bin mir fast sicher, dass das machbar ist. Fast sicher, dass das machbar ist, Mama. Na fuck. Ach, Menno, ey, das kann doch nicht wahr sein. Alter, der Sprung ist aber mehr als asozial, ey. What the fuck? Muss ich erst noch einen Knopf drücken? Ich sehe hier aber nirgendwo einen. Okay, warte. Ja, echt sein kann, dass der nicht machbar ist. Fuck, ey. Das Problem ist auch, wenn du auf den Baum davor oben dich draufstellst, ja, so das quasi... Das bringt dir nichts, ja, ich weiß. Ja, genau, das bringt dir nichts, dann musst du da runter. Das ist doch zum Kotzen. Mein Schalter für die Pfeile war übrigens hier an der Wand, wo ich jetzt bin. Okay, wir machen das ja da hinten in der Einbuchtung drin. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier hätte dran kommen sollen. Das ist doch jetzt echt ein schlechter Scherz, was der hier von mir will. Also ich versuche die ganze Zeit ihn hier zu machen, aber alter Vater, das ist knapp, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich habe schon über Nacht da unten auf die kleinere Ecke zu springen. Ich habe auch schon probiert, aber das ist weiter, deswegen auch nicht machbar. Boah, ich hab ein Doppelbett gekriegt, hammer geil, Junge. Oha, die bist ein du durch. Ein Pete, Achtung, seltene Art, bitte nicht füttern. Sehr bissig. Naja, da stand ich gerade noch und habe auf euch gewartet. Okay, damit habe ich jetzt geschafft. Warte auf die anderen. Ja. Geht nicht, keine Ahnung. Soll ich denn jetzt aufhören aufzunehmen? Kannst du von mir aus machen. Weiß es nicht. Weiß es einfach nicht. Warte, ich probiere das mal aus. Ich komme mal eben durch die Decke geflogen oder so. Okay, teleportiere dich einfach hier hin. Ja, oder so. / TP Ice Tubes. So. Lol, das ist gar nicht anders aufgebaut. Das ist genau gleich. Der Cheater-Weg funktioniert nicht. Der ist bei mir zu. Ich glaube, das ist um einen. Ja, es ist um einen weiter nach links. Links. Ja, genau. Bei mir nämlich auch. Ja, Tatsache. Boah, wie assi. Und den Rankensprung da hinten kriege ich nicht geschissen. Lol, ich habe den Cheater-Weg geschafft. Echt jetzt? Ja, drumherum gesprungen. Lol. Also jetzt habe ich wieder 130 Frames, ey. Du bist ja drumherum gesprungen. Lol. So? Ja, das so. Das schafft er dann einfach mal eben so. Hammer, ey. Leck mir doch die Eier. Du musst auf düster stellen, by the way. Bram stand da gerade. Ja, Bram, schlimmer auf düster. Oh, oh, jawohl, der Bram muss es normal machen. Ah! Der Bram muss es normal machen. Ja, weil du hier einen Ecksprung hättest machen müssen. Jetzt musst du wieder zurückklettern. Ach, oh, schade, ich dachte, du müsstest jetzt diesen geilen Sprung nochmal machen. Moment, das bringt dir aber noch nichts. Ja, das bringt dir hier nichts. Wo soll der denn? Komm ich jetzt wieder zurück? Hä? Ja. Du bist denn hier überhaupt durchgefallen? Ich bin irgendwie auf die Redstone-Seite der Konstruktion gefallen, kann das sein? Nee, ich musste auch über die Redstone-Seite springen. Einmal. Wie komme ich denn jetzt zurück? Oder da hoch? Oder sonst was? Gute Frage. Ganz ehrlich, die Map fuckt mich ab. Ich glaube, das ist hier nicht richtig, wo du bist. Ja, aber ich könnte quasi rein theoretisch davon in die Holzkonstruktion reinrennen.
Jetzt machen wir Spaß, wie kann man denn irgendwo runterfallen und dann nicht sterben und oder wissen, wo man normalerweise hinlaufen müsste? Das hier ist Dennis Cheaterweg. Er müsste theoretisch hier wieder hin. Wo bist denn du gerade? Links neben mir. Ja, hier müsstest du wieder hin. Ja, da komme ich nicht hin. Doch, hier über den Baum, oder nicht? Ja, und dann? Du springst in den Baum, hier hin. Lol, okay. Crazy ja, und shit. Jetzt? Ja, gut. Was ist denn hier? Ich habe hier so ein... Hier ist ein Schalter. Hier ist auch ein Schalter. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Bin ich denn hier richtig jetzt? Nee. Dein Ding ist hier. Dein Holzding war hier. Hier ist auch noch ein Schalter. Was passiert, wenn ich den drücke? Jetzt hat sich irgendwo eine Tür geöffnet. Und nicht hier. Keine Ahnung. Was passiert da? Gar nichts, wenn ich da drauf drücke. Also ich glaube, hier sollte sich eigentlich eine Tür öffnen. Ich glaube, hier bin ich richtig, oder? Ja, mach einfach mal. Ach, aber ich krieg Leitern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich hier hingekommen bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier richtig ist. Oder hatte jemand von euch die Challenge hier? Nö. Ne, weißt du, warte, ich geh mal kurz wieder in den Raum rein und guck, wo du ausgekommen wärst. Der wäre da unten auch rausgekommen. Der hätte hier unten ins Wasser springen müssen. Ja, Dennis, du bist richtig. Du hättest einfach nur hier ins Wasser springen müssen und dann geht da, wo du jetzt bist, die Challenge für dich weiter. Was macht denn der Schalter hier? Der Schalter macht eine Tür auf. Macht hier, da, Wasser. Wasser? Da kann man rein. What the fuck? Hier ist nochmal ein Schalter. Moment, da muss ich den bestimmt auch umlegen, oder? Wahrscheinlich. Komm, dann gehen wir mal unten rein. Ich muss ja den Schalter umlegen. Okay, Schalter umgelegt. Muss ich dann nochmal hochspringen? Oh, alles klar. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Wo ist Peter denn jetzt überhaupt, der Mongo? Ich bin bei euch. Ja gut, dann durftest du wenigstens eine Challenge quasi überspringen. Die war auch ganz schön gemein, ehrlich gesagt. Da gab es einige Positionen, wo du wieder zurück in die erste Challenge gefallen wärst. Ach, guck mich trotzdem ab. Vielleicht ist schlechte Map-Konstruktion. Ja, würde ich nicht sagen, so was. Ja. Hat echt so ein bisschen was vom Blender-Effekt, weißt du, geiler Trailer und dann so ein Bullshit. Ich fand das schade, dass das bei dem, dass wir dem Aufsplitten. Wir den Wald alle gleich hatten. Also ich finde, man hätte da ja hingehen können und von jedem quasi die Hass-Challenges nehmen können irgendwie. Aber sind Nippel cool. Deine Hass-Challenges? Ist das Wasser nicht eher, was du eher hast? Weil Wasser ja, macht das mir Wasser gar war nichts eigentlich aus. Schon das, was ich hasse, aber die Nippel habe ich eigentlich auch nie hingekriegt. Wobei ich Leitern wiederum relativ einfach finde. Wie gemein ist das denn bitte? Mit der Ranke gleichzeitig noch. Ich hab das Gefühl, dass das nicht mal beabsichtigt war. Bist du sicher? Du kannst hier von den Leitern aus, kannst du ja nirgendwo mehr... Doch, du kannst da hinten hinspringen. Ja, er soll ja da hinten hinspringen. Was? Hä? Ja, jetzt geht Dennis über die Baumkronen einfach. Wohin ich hin muss? Hier auf die Mauer? Nee, hier hin. Da ist eine Kiste. Oh Gott. Aber nice. Aber du bist jetzt außerhalb der Map, glaub ich. Das ist mir egal, meine Kiste. War denn was drin? Gratulation, Dennis. Du hast den von Dennis gebauten Teil fast bestanden, aber auch nur fast. Ich hoffe, du bist auf den Right Way Zeichen gefolgt. Weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, ich bin hier gar nicht so falsch. Ich glaube, das war Absicht. Sonst wäre hier nicht eine Kiste mit Dennis nach dem Motto, wir haben dich gecatcht. Okay, gute Frage. Okay, ist das jetzt absichtlich, dass das so ein Motherfucker-Map hier ist? Ja?
Mach dich jetzt nicht gerade beliebt, da, Mappersteller. Warum nimmst du jetzt wieder nicht, wie ich zurückkomme? Doch, hier. Jetzt bin ich wieder auf der Mauer drauf. Wo muss ich denn hin? Ich hab keine Ahnung, wo du hin musst. Moment, lass mal da kurz unten. Ja, aber das war zu, eigentlich. Er hätte ja auch eigentlich von hier aus springen müssen. So, wie wäre ich denn gesprungen? Da drauf, dann da drauf. Du wärst im Endeffekt hier hinten bei der Kiste ausgekommen. Beziehungsweise du wärst hier ausgekommen und wärst gar nicht bis zur Kiste gekommen. Ja, gut, ich bin bis zur Kiste gekommen. Okay, so, so nah und doch so fern. Doch, ja. Der hätte die Kiste von hier aus berühren können. Echt? Der hätte die öffnen können ja, von hier? Ja, sicher. Achso, ja, stimmt. Moment! Dann, das dann, heißt, du dann bist hier. Muss ich doch hier lang. Wo soll denn jetzt hin? Ja, sag ich doch. Oh, leck mir doch die Eier, ey. Da oben geht nicht. Nochmal. Ja, die wenn du nicht in meiner Challenge im Weg stehen würdest, ja? Da öffnet sich aber nur der obere Teil, Dennis. Ja, ich weiß, aber da steht ein Schild drin. Ich kann das nicht lesen, weil du honk davor stehst. Miau. Ja, oben geht nicht. Okay, sehr gut. Ich habe ja auch einen Schalter und wenn ich den drücke, passiert nichts. Vielleicht kriegst du, wenn du den Schalter betätigst, dann öffnet sich auch der untere Teil davon. Ne, wenn ich den Schalter betätige, öffnet sich gar nichts mehr. Was war denn noch in der Kiste? War da nur ein Buch drin, oder was? Diamanten und hier diese Chicken-Eier. Ich glaube, hier gibt es auf jeden Fall noch einen Schalter, den du noch nicht betätigt hast, Dennis. Ja, ich gehe auch davon aus, dass ich noch einen Schalter habe, den ich nicht betätigt habe. Ich habe den da oben betätigt. Den hier solltest du betätigen mal. Ja, den habe ich betätigt. Ja, der leuchtet jetzt aber nicht. Ja, aber so ist der halt, so war der nicht die ganze Zeit. Achso, ja gut. Der war halt hier von weg. Und wenn ich so wie der jetzt steht, so geht der obere Teil zumindest auf. Und ich habe da oben den Schalter betätigt, damit öffnet sich hier das und ich habe hier unten den Schalter betätigt. So. Geht nicht so ganz. Jetzt auch mein Redstone-Licht dahinterher. Aha, und jetzt? Ja, und Spaß. Ich hasse solche Maps. Ich bin so verwirrt. Ja, was passiert denn zum Henker, wenn ich da drauf drücke? Auf die Platten? Also, da ich habe halt schon wieder einen Schalter jetzt betätigt, wo aber nichts passiert. Leute, jetzt hab ich auch den letzten kaputt gemacht. Ja, safe. Alles safe. Moment. So, hier unten. Ich den jetzt betätige. Der Raum, in dem das Schild mit hier oben geht nicht steht, ist der richtige Raum schon mal. Alter, die haben für schon dich aber mal auch das Behindertste auf der Welt rausgesucht, ehrlich gesagt. Oh ja. Weißt du, ich verstehe halt nicht, also hier ist halt ein Schalter. Aber wenn ich den betätige, dann höre ich auch nichts. Also ich höre was, wo du gerade betätigt hast. Wo geht der hin? Der geht hier hin, der geht hier hin und dann ändert sich der hier. Ändert sich der? Okay, gucken wir das nochmal an. Also der war halt aus. Es gibt hier auf jeden Fall zwei Pistons, um quasi die Tür in diesen Tier oben geht nicht Raum zu öffnen. Einmal eine Piste rechts und einmal eine Piste links. Quasi von hinten. Ich bin da gestartet oder bin den Weg zurückgegangen, wo Dennis auskommen muss. So, interessant. Du Mongo. Weil ich nichts kaputt machen wollte. Ach so, ja komm, dann mache ich mal eben kurz das hier. So. Das Geile ist, geh mal runter. Und jetzt komm mal hier hoch. Ja, finde ich, ist eine coole Idee, oder? Leute, ich bin jetzt an einem Ort, wo ich nicht mehr zurückkomme.